Gut, wo ist sie denn? Ah, genau, da unten. Achtung! Perfekt. Habt ihr das mitbekommen? Wir schnappten noch einen Spion des Sultans. Ein Weibsbild diesmal. Verkleidet als Dirne niederer Herkunft. Nun schickt er schon die Haremsmädchen, was? Dem Sultan gehen wohl die Krieger aus. Wohin brachtet ihr sie? Rein, ins Gefängnis. Aber sie hält nicht lange durch. Nicht unter Shakulos Aufsicht. Okay, die Spionin, die mir aus dem Weg ging. Die Spionin, die Lara, wurde von den Byzantinern entdeckt und gefangen genommen. Ihr Schicksal ist ungewiss. Finden und retten Sie die Lara, bevor es zu spät ist. Vor der Synchronisation niemanden töten. Ja. Niemanden töten klingt mal gut. Okay, das ist da oben. Ach so, das ist schon Sperrgebiet. Oh, oh, oh. Sperrgebiet ist nicht gut, aber ein Datenfragment ist sehr gut. Plus eine Schatzkiste, die hier... Ah, die ist wahrscheinlich drunter. Egal. Okay, hier ist niemand. Wie lange noch, bis meine Soldaten mit diesen Waffen umgehen können? Höchstens ein paar Wochen. Die Janitscharen wissen, dass ich sie betrogen habe. Doch verfügen sie über die Mittel, sich zu rächen? Fraglich. Das Sultans Zwist mit Selim beansprucht ihre Aufmerksamkeit. Was ist das für ein Gestank? Entschuldigt, Manuel. Diese osmanischen Gefangenen sind leider oft so zerbrechlich. Shakulo, so mäßigt doch euren Ärger. Für wahr, der Sultan erniedrigt euer Volk. Doch das ist kein Grund, auf Menschen zu spucken, die am Boden liegen. Ihr da, holt die Frau aus dem Gefängnis und bringt sie zur Kapelle. Shakulo, ich habe keinen Schlüssel. Finde ihn. Wer hat den Schlüssel? Du? Ich glaube, Nikolaus hat ihn. Er hat frei und ist auf dem Markt. Christemo, ich würde ihm gern einen Speer durch den Leib jagen. Komm, ja? Reiß dich zusammen. Wir sagen. Okay. Wir müssen den Schlüssel finden. Der Schlüssel ist bei ihr, einer Wache anscheinend, die irgendwo auf dem Markt ist. Oh, Achtung. Dann müssen wir auf den Markt und die Wache finden. Okay. Also irgendwo hier. Ah, auch perfekt. Wird einem sogar der Weg gewiesen. Du? Nee. Du? Nee. Also die Spur führt noch ein bisschen weiter. Da lang. Ah, da vorne. Da ist er doch. Okay, den Schlüssel beschaffen, das heißt bestehlen. Oh, da steht noch eine Wache hinten dran. Yes! Ach, das lief doch mal gut. Kommt und gesundet. Wohlbefinden für alle. Oh, wir haben da vorne noch einen Schatz. Also wenn wir an Schätze vorbeilaufen, nehmen wir die natürlich. Boah. Mit, wollte ich sagen. Prima. Okay, jetzt wieder zurück. Ist noch ein Schatz. Den lassen wir jetzt einfach mal in Ruhe. Oh. Sehen, da können wir nicht hoch. Aber hier. Hallo. Sieht gefährlicher aus, nicht?
Noch ein Schatz. Wird natürlich auch sofort aufgenommen. Jetzt haben wir hier drin wahrscheinlich wieder ein bisschen Kleingeld. Ja, 189. Oh. Ach, okay, ich dachte schon, es wäre eine Wache. Wo war denn jetzt der Eingang? Ihr wollt es doch. Drüben, wo die Wachen stehen, nehme ich mal an. Dann müssen wir von hier hoch. Oh. Ezio. Ja, hier ist niemand. Auf zur Tür. Ihr habt euch Zeit gelassen. Gern geschehen. Aman Alachim. Was ist das? Nicht alle wurden gefangen genommen. Arme Männer. Alasi Tsikutsasin. Der turkmenische Abtrünnige war das. Shakulu. Ich bring ihn um. Wartet. Oh, das war's von dieser Mission. Cool, 100% synchronisiert. Okay. Shakulu. Dann dürfte das wohl einer unserer nächsten Gegner werden. Einer unserer nächsten größeren Gegner. Ja, wir hätten auch schön von hier hochgehen können. Perfekt. Oh, gehen wir zur nächsten Mission. Dann gehen wir lieber mal die Wachen. Okay, kurz hier hoch. Gucken, ob irgendwo Dateifragmente zu sehen sind. Nee. Gut. Dann auf zur Mission. Shakulu, ja? Ich bin mal gespannt, wenn es wirklich mal zu einem Kampf kommen sollte, was er so drauf hat. Weil er sah schon extrem gefährlich aus, der Mann. Ist mir da hin oder was? Oh, anscheinend, ja. Ach so. Okay. Ach, da oben. Eure Mitarbeit lässt zu wünschen übrig. Ich kam, um meine Männer zu retten, nicht um Freunde zu finden. Genau dort. Die Rüstung ist zu dick für Kugeln. Ich werde sehr nah ran müssen. Janus, wir müssen ihm helfen. Okay. Der Abtrünnige. Shakulu foltert die übrigen osmanischen Gefangenen. Eliminieren Sie Shakulu, bevor weitere von ihnen sterben. Volle Synchronisation. Janus darf nicht mehr als die Hälfte seiner Gesundheit verlieren. Oh mein Gott. Oh, okay, das hat wieder irgendwas mit Zeit zu tun. Etwas, was ich wieder nicht gut heiße. Wir haben noch eine... Nee, Bomben dürfen wir natürlich nicht benutzen. Ach, Quatsch. Giftpfeile. Die Armbrust darf ebenfalls nicht benutzt werden. Schwert haben wir drin. Giftklinge. Machen wir mal die Giftklinge rein. Ich weiß nicht, was der Typ drauf hat. Aber es wird nix. Erstmal die Gegner oben erledigen, oder was? Toll.
Nee. Wurde schon entdeckt? Okay. Mhm. Ja, Warnung, nicht entdeckt werden, ja. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Also ich muss die vier da eliminieren, man sieht's. Ach Gott, jetzt hat er die Waffen wieder nicht ausgerüstet. Moment. Frage, da müsste ich doch hochkommen, oder? Ja, da komme ich sogar wirklich hoch. Oh. Hey, treff den. Ja, voll in Synchronisation ist sowieso wieder gescheitert. Ach Gott. Okay, ich bin viel zu langsam, merke ich. So, Nummer 2. Nummer 3. Bam, Nummer 4. Und Jaculo jetzt. Bam. Männer, die aus Freude zum Mörder werden, verdienen keine Gnade. Ich muss hier weg! Was hat er zu verbergen? Okay. Wow. Oh, Ezio. Ja. Geht doch. Könnt ihr gehen? Evet. Die Gewehre, die ihr brachtet, sie sollten zerstört werden. Die meisten funktionieren gar nicht. Nur das Schießpulver ist echt. Das konnten wir nicht fälschen. Bene, bleibt außer Sicht, bis ihr die Explosion hört. Dann rennt ihr. Explosionen? Wenn ihr das tut, ist hier die Hölle los. Das wird die ganze Stadt aufschrecken. Sie, genau das möchte ich. Und was dann? Dann suche ich Manuel Palaiologos. Okay, dürfte nur 50% gewesen sein, leider. Ja. Ah, verdammt. Ja, ich mach das irgendwie zu umständlich. Keine Ahnung warum. Ah, okay. Immerhin haben wir den Jaculo besiegt. Muss ich überlegen, wo. Wir müssen um einiges weiter. Also eine Explosion will Ezio. Weil dann liefern wir der Stadt doch mal eine Explosion, die sie noch nie gesehen hat. Oder die sich die Leute noch nie zuvor auch nur im Traum vorstellen konnten. Ach, weißt du was? Dich kill ich jetzt einfach so.